Herzlich willkommen zu der Präsentation von mir. Wer da hat schon mal mit Angular geschafft? Schön, wie du auf andere zeigst. Wer hat schon mal Web Components geschrieben oder verwendet? Sehr gut. Schauen wir das nachher an, was man eigentlich damit machen kann, wie das man das verwenden kann, wie das eigentlich im ganzen Angular-Kontext aussieht. Weil heutzutage in vielen Projekten sind wir eigentlich konfrontiert von verteilten Teams, verteilten Frameworks, irgendwie jedes JavaScript-Framework oder jeden Tag kommt ein neues JavaScript-Framework auf den Markt und jeden Tag verschwindet wieder eins. Ein Kollege aus Österreich hat mal gesagt, es gibt Milch, die länger lebt wie JavaScript-Frameworks. Und das hat irgendwie etwas. Und somit haben wir etliche Konfrontationen innerhalb vom Team, innerhalb von der Firma, von den Kunden. Und wie können wir jetzt wir zum Beispiel als Angular-Abteilung ein Style schreiben, wo die Leute von der React-Abteilung, die Leute von der PHP-Abteilung, die Leute von der .NET-Abteilung plötzlich können verwenden können, ohne dass sie eigentlich Wissen haben über Angular. Und das ist eigentlich das Thema von meinem Vortrag. Angular Elements. Kurz, wer steht da vorne? Thomas Gassmann. Bin als Consultant und Trainer tätig bei der Trivadis AG. Da unten hat es ein paar Kontaktdaten. Ich unterstütze auch den Fabian Gosebrink in der Developer Academy und mache ein paar Sachen noch für die Swiss Angular Community. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns zuerst Angular Elements an, eine Einführung. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie ist Google überhaupt auf die Idee dahinter gekommen? Das ist eigentlich nur eine witzige Geschichte. Dann Web Components im Allgemeinen, die nichts mit Angular zu tun hat. Dann schauen wir an, wie können wir das eigentlich in der Angular-Welt umsetzen. Wie können wir so Custom-Elemente schreiben, die wir irgendjemandem geben können, ohne dass wir uns darum kümmern, mehr oder weniger. Und dann wird es laufen, hoffentlich. Und wie sieht eigentlich der Ausblick aus? Weil wir sind da noch mitten drin, wir sind da noch nicht wirklich sehr weit in diesem Framework. Es ist mit der Version 8 schon viel, viel besser geworden. Oder wird viel, viel besser. Das ist noch Release-Kandidat 4 ist aktuell draussen. Demos sind auch auf Release-Kandidat 4. Aber wie sieht es denn effektiv aus in der Zukunft? Oder 7 besser gesagt. Und wie sieht es denn mit 8 aus? Angular Elements. Ich habe es erst mal im November vor einem Jahr an der Angular Connect davon gehört. Und zwar ist der Jules Kramer. Das ist eine Mitarbeiterin von Google. Früher im Angular-Team, jetzt im Google-Team. Hat erzählt, wie sie eigentlich dazu gekommen sind. Und sie hat es nicht eins zu eins so gesagt, wie ich es jetzt wiedergebe, aber so ist es bei mir auch gekommen. Und zwar hat Microsoft aus Redmond angerufen, also die SharePoint-Abteilung, und er hat gesagt, ob sie mal vorbeikommen könnte für einen Workshop, das Angular-Team, um zu schauen, wie können wir eigentlich sinnvoll entwickeln mit SharePoint. Also so haben sie es nicht gesagt, so ist es bei mir auch gekommen, weil jeder, der schon mal SharePoint entwickelt hat, weiß, es macht sehr viel Spass und ist sehr lustig und sehr motivierend. Und so ist das eigentlich entstanden. Und das Angular-Team ist vorbeigegangen und sind eigentlich zurück und haben gemerkt, eigentlich viele Bedürfnisse, dass man irgendeine Teile irgendwo einsetzen kann, haben wir selber eigentlich auch. Zum Beispiel in unserer Doku. Das sehen wir nachher noch. Und auch andere Kunden haben genau die gleichen Bedürfnisse. Dann ist der Vater von Angular Elements, der Rob, hat mal gesagt, dass Angular eigentlich sehr gut ist, in kompletten Applikationen zu entwickeln. Komplett, ich habe die ganze Tooling, ich habe Dokumentation, ich habe Infrastruktur. Angular ist eigentlich gemacht worden für den Single-Page-Application-Ansatz. Ich habe ein komplettes Framework, ich habe alles Mögliche, wenn man das anschaut. Ich habe da mit dem Angular Core, ich habe einen Compiler, ich habe Dependency Injection im Web. Ich weiss, für C-Sharp-Entwickler ist es nicht so faszinierend, aber im Web Dependency Injection habe. Ich habe Binding, ich habe Upgrade-Möglichkeiten, ich habe die ganze Google Material Spezifikation, die ich wiederverwenden kann. Ich habe Server-Side-Rendering mit Universal. Ich habe Mehrsprachigkeit. Ich habe das Toolset oben mit der CLI, mit dem Command-Line-Interface für Angular. Ich habe Augury als cooles Browser-Plugin, um entsprechend können unterstützen in der Entwicklung. Und eigentlich wäre es ja mega cool, wir würden das alles können verwenden in irgendeinem kleinen Teil hinein. Irgendeine Komponente und die können wir irgendwo einsetzen. Rob hat aber auch gesagt, es ist aktuell noch extrem schwierig, das irgendwo einzusetzen, wenn es eben nicht in den Single-Page-Application-Ansatz geht. Wie kann ich das machen? Es war möglich, einfach extrem umständlich. Und es hat es nicht jeder einfach so angebracht.
Und dort setzt eigentlich Angular Elements an und sagt, wir wollen eigentlich aus dem Single-Page-Application-Ansatz ausbrechen und eben unser Style nehmen und irgendwo einsetzen. Und durch das sind eigentlich verschiedene Use Cases entstanden. Zum Beispiel, ich will meine statische HTML-Seite erweitern. Ich will meine statische HTML-Seite um einen Date-Picker erweitern von meiner Firma. Der sieht so aus, der verhält sich so, der ist einmal geschrieben worden, will ich irgendwo einsetzen. Das gleiche ist auch, ich will meinen Date-Picker, den ich in der Firma geschrieben habe, mit Angular, der PHP-Abteilung, der React-Abteilung, der Vue.js-Abteilung, können geben und die können dann einfach einsetzen wie einen HTML-Tag. Ohne, dass sie irgendetwas kennen damit. Ohne, dass sie Angular-Know-how haben. Sondern für sie ist es ein DOM-Element. Dann CMS-Integration, ein nächster Punkt. Joomla zum Beispiel als berühmtes PHP-CMS wird in der nächsten Version Web Components native unterstützen. Wie dass man die eigentlich entsprechend kann einbinden, verwenden, aufladen, sozusagen Plugins schreiben. Ich will mich nicht immer müssen mit diesen Plugins rumschlafen, von denen jedes CMS-System hat wieder hunderte Seiten von Dokumentation, wenn ich, dass ich ein Plugin schreibe. Eigentlich könnte ich einfach meine Komponenten haben, da rein und fertig. Und genau ist das ein weiterer Anwendungsfall. Dann gibt es da den modernen Begriff von Microservices, Microfrontends, so noch etwas moderner. Der einzelne Service liefert auch gerade sein Frontend aus. Zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, den ich entsprechend mit Angular Elements könnte umsetzen. Dann habe ich noch viele Kunden, die Angular.js im Einsatz haben, also Version 1 und nicht Angular Version 2+. Und irgendwo ist es dort extrem mühsam zu migrieren. Ich habe die Angie-Upgrade-Möglichkeit, aber jeder tut sich etwas schwer und ich tue mir das zu fest irgendwie verdrahten, der Angular 1-Welt mit der Angular 2-Welt oder 2-Plus-Welt, zu fest verdrahten. Und eigentlich wäre es ein cooler Ansatz, ich habe im Moment noch meine Angular.js-Abteilung, ich muss die eh neu schreiben, weil es ist eh alles anders. Von Angular.js zu Angular. Das ist so wie Java und C-Sharp. Eigentlich alles anders. Ich muss die sowieso neu schreiben. Wieso mache ich nur mit Angular 2 die einzelnen Sachen, die ich migriert habe, Web Components daraus und verwende die dann in meiner Angular.js-Applikation. Schritt für Schritt, bis sie eigentlich abgearbeitet ist und ich mache meine Angular 2+-Applikation habe. Es sind so verschiedene Anwendungsfälle, wo das zum Zug kommt. Einer, wo Google-Team hat oder das Angular-Team hat, ist Dokumentation. Die einen kennen die vielleicht. Bei denen, die sie kennen, die kennen es wahrscheinlich, dass da oben blau ist. Das ist einfach next.angular.io. Das ist sozusagen die neuesten Features von der Angular-Seite, haben sie da in der Dokumentation integriert. Es ist nichts anderes wie Dokumentation, einfach mit den neuesten Features. Und wenn man da anschaut, es ist eigentlich statischer Text. Mehrheitlich. Ich habe statischen Text, da unten geht es, weiss auch nicht, wie weit runter, mit statischem Text. Statischer Text muss ich nicht verpacken in Angular-Komponenten. Wieso muss ich den ganzen Bootstrapping-Vorgang und alles machen? Ist ja statisch. Ändert nicht jeden Tag Dokumentation. Aber ich habe gewisse Bereiche, die sich gegebenenfalls ändern, von Version zu Version. Sei es da die Code-Snippets, sei es die Suche hier oben, wo irgendetwas macht, irgendein cooles Backend macht. Und genau darauf sehen wir nämlich, sind da schon drei Angular-Elements, oder Web-Components besser gesagt, Bereiche. Ich habe den Bereich und den da oben, wo eigentlich Custom-Elemente sind. Und der Rest ist statischer Text. Übrigens ist auf GitHub, ihr könnt das auch anschauen. Unterdessen sind, glaube ich, die sogar schon in den normalen Angular-Dokumenten drin. Bevor wir aber zu Angular-Elements kommen, schauen wir zuerst Web-Components an. Web-Components ist wichtig, es gibt nicht das oder die Web-Component, sondern Web-Component ist ein Standard von der W3C. Wo der respektive ein Standard, ein Set von Features, im Moment 4, wo am HTML-DOM-Standard von der W3C hinzugefügt worden sind. Das ist eigentlich sehr entscheidend. Man redet zwar immer von Web-Components und meint dann in 90 oder 99% der Fälle Custom-Elements, aber Web-Components ist einfach ein Set von Features. Aktuell 4, HTML-Templates, das ist in der Angular-Welt verwenden wir das überall. Wir haben überall unsere Templates, wir haben Template-Tags, die man am DOM-Baum hinzufügen und Sachen wieder wegnehmen, zum Beispiel mit ng-if, ng-for, die haben auch so entsprechende Template-Tags. Das ist nichts anderes, wie was HTML-Template im Standard drin macht. Die haben einen Template-Tag, wird hinzugefügt, wird weggenommen. Dann haben wir HTML-Imports. HTML-Imports ist eigentlich tot.
noch nicht so lange im Standard, aber eigentlich schon wieder tot, weil die Browserhersteller gesagt haben, interessiert uns nicht. Dann geht es so ein bisschen in die Richtung von iFrames. Ich habe irgendwelche URLs und binde irgendwelche andere HTML-Seiten bei mir in Seiten ein. Und versuche sozusagen ein bisschen das, was Custom-Element macht, eigene Text definieren, komme ich nachher noch dazu, eigentlich entsprechend können zu verwenden. Und Mozilla ist angegangen und gesagt, interessiert uns nicht, werden wir gar nicht implementieren. Andere haben es implementiert, das ist unterdessen draussen in den neuesten Versionen. Daher kann man de facto sagen, HTML-Imports können wir vergessen. Und ich nehme an, es wird wahrscheinlich früher oder später auch da aus dieser Liste raus verschwinden, weil es einfach keinen Sinn macht, weil mit den anderen können wir eigentlich alles machen, was wir aktuell brauchen. Dann Shadow Dome, der Schatten Dome, ist die Möglichkeit, einen Dom in Dom zu haben. Ich tue meinen Dombaum in einen Dombaum pflanzen und ich tue einen NKM isolieren von der Außenwelt. Sprich nicht nur den Dombaum, sondern auch Styling. Wir haben oft schon erlebt, ihr wahrscheinlich auch, ich habe da ein cooles CSS, das funktioniert alleine. Ich habe da ein cooles CSS, das funktioniert alleine. Und wehe, ich tue die beiden auf der Seite, dann sieht es wunderschön aus. Und nichts funktioniert mehr, der funkt dem drin, der funkt dem drin. Und genau das will ich mit dem Shadow Dome verhindern. Ich will sagen, meine Komponenten, mein CSS kann die Aussenwelt nicht beeinflussen, dort wo es eingebunden wird, und die Aussenwelt kann mich selber nicht beeinflussen. Das gibt es schon bereits in Angular, das heisst, unterdessen hat es ein weiteres Element dazugegeben, aber das kennen wir schon als View Encapsulation, gibt es schon seit ein paar Versionen. Das sehen wir nachher dann auch noch. Custom Element ist eigentlich dort, wo wir Musik spielt. Das ist das, was man eigentlich unter Web Components so ein bisschen umgangssprachlich nennt. Und zwar geht es darum, ich will irgendeinen HTML-Tag machen und den am Browser beibringen. Ich will den am Browser sein Vokabular hinzufügen. Also ich eine Tabelle habe, wenn ich einen Table-Tag habe, habe ich jetzt meinen, ich weiß auch nicht, Date-Picker-Tag. Und dahinter steckt ein Date-Picker als Beispiel. Und so möchte ich eigentlich das entsprechend können erweitern können. Und das ist eigentlich auch das Spannende und das werden wir uns anschauen. Was tun wir entwickeln jetzt während dieser Session? Wir machen so eine World Cup Statistics. Ich weiss, der World Cup ist schon ein Zeitchen her, aber das ist noch ein gutes Beispiel. Das habe ich dazu mal gemacht und jetzt versucht, auf die neueste Version abzudaten. Ja, zu dem komme ich dann nachher noch, wie gut und wie einfach das gegangen ist. Und Custom Elements. Die teilen sich eigentlich die gleiche API wie ein DOM-Element. Das heisst, wenn ich mit DOM-Element hantieren kann, ein Div, ein Span, ein Table, dann kann ich auch mit einem Custom-Element umgehen. Weil ich habe genau die gleiche, an die gleiche API und ich habe die gleichen Möglichkeiten. Ich habe Attribute, ich habe Properties, ich habe Methoden und ich habe Events, wo ich entsprechend darauf reagieren kann und irgendetwas damit machen. Und wenn ich das in einem Browser, der etwas moderner ist, eingibt, nicht der, den wir in der Session vorhin gesehen haben. Also doch der mit dem Eckli oben schon, aber der Standard, den so, die meisten noch haben, auch die meisten Kunden haben, geht das noch nicht so ganz. Aber mit dem moderneren Browser funktioniert das. Und das hat nichts mit Angular zu tun. Ich sage, definiere eine Klasse und lasse die erben von HTML-Element. Und unterdessen ist das Class-Keyword implementiert im ECMAScript-Standard und nicht nur einfach definiert. Somit können wir hier unser Custom-Element machen. Und die wichtigsten Ziele, die werden wir dann nachher im Angular-Kontext wieder sehen, ist Custom-Elements.define. Wir gehen an, für den Browser, wenn er da durchgeht, ist es eigentlich ein HTML-Unknown-Element. Für die, die schon mal Angular entwickelt haben, die haben vielleicht mal gesehen, dass es eine Fehlermeldung gibt, erkennt, dass die Komponenten nicht, wie es wahrscheinlich kein Modul hinzugefügt worden ist, oder er findet sie nicht. Und es gibt zum Teil so eine schöne rote Fehlermeldung. Das kommt davon, weil der Browser eigentlich Meldung rausgibt, es ist ein HTML-Unknown-Element und Angular standardmäßig dann abstürzt, respektive nicht abstürzt, sondern den Fehler rausgibt und eigentlich aufhört weiterzumachen. Und somit, ab dieser Stelle, wo ich sage CustomElements.define, wie heisst mein Element? Das ist die spitzige Klammer MyElement, spitzige Klammer zu, mit meiner Klasse, die ich oben definiert habe, tue ich eigentlich das am Browser hinzufügen und der Browser weiss jetzt, wenn irgendwo der Tag kommt, my-element, was muss ich damit machen? Und zwar die Klasse ausführen und die entsprechenden Properties und Methoden, die wir jetzt gerade anschauen. Dann habe ich auch gewisse Lifecycle-Events.
kann der Konstruktor in einer Klasse, wenn sie initialisiert wird. Ich kann zusätzlich Connected Callback und Disconnected Callback, wo es eigentlich genau darum geht, wann ist ein Element im HTML-Baum hinzugefügt worden, wann ist es entfernt worden. Und kann jetzt auf irgendwelche Lifecycle-Events reagieren. Vom Konstruktor, vom Hinzufügen, Entfernen oder auch, was wir gerade auf der nächsten Slide sehen, wenn sich ein Attribut ändert. Das sind eigentlich die vier Lifecycle-Events, die ich habe mit Custom Elements. Und das hat jedes HTML-Element. Attribut definiere ich eigentlich auf welche überwache ich. Welche sind für mich relevant? Ich gehe an und sage, für mich ist jetzt in meiner Statistik von der Weltmeisterschaft ist das Land entscheidend und definiere mal auf die bitte hören. Da komme ich jedes Mal die Information über, wenn sich irgendein Element ändert oder respektive das Attribut ändert, wird die Methode da unten aufgerufen, Attribute Change Callback. Mit dem Namen, welches Attribut ist geändert worden, was ist der alte Wert, was ist der neue Wert und kann dann entsprechend darauf reagieren und zum Beispiel in unserem Fall die neue Statistik laden vom Backend und sagen, hey, ich muss bitte für Deutschland als Beispiel das Spiel anzeigen, wo das gespielt hat. Und wenn ich die Attribute habe, kann ich nachher im HTML meinen Tag definieren, den haben wir ja vorhin definiert gehabt. Und Country zum Beispiel auf Schweiz setzen. Normal, wie wenn ich im Div sage, Border respektive Style und so weiter. Genau gleich ein normales HTML-Attribut. Dann ist oft die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Attributen und Properties? Ab und zu hört man HTML-Properties, ab und zu hört man HTML-Attribut. Den Unterschied sehen wir gerade auf der nächsten Slide. Zuerst kurz, wie ich Properties eigentlich definiere. Properties sind nichts anderes wie Getter und Setter oder halt im Idealfall Getter und Setter, dass ich noch etwas machen kann. Und was da gemacht wird, ich schreibe jedes Mal, wenn sich eine Property ändert, wieder zurück ins Attribut. Das nennt sich Property Reflection und das verwendet etwa 80% der HTML-Elemente. Es sind eigentlich so, dass ich immer, egal ob ich mit JavaScript darauf zugreife, was nämlich da möglich ist, das ist der grosse Unterschied. Ich kann ein JavaScript darauf zugreifen, greife ich auf Properties zu, über das HTML greife ich auf Attribute zu. Und irgendwo will ich auch, dass die zusammengehören. Ich sage Document Query Selector, hey HTML Dombaum, gib mir bitte mein Tag, mein Element. Und dann setze ich da Property.country gleich Deutschland, also Germany in dem Fall. Und als HTML Attribut setze ich es direkt im HTML her. Und wenn ich will, dass die zwei zusammengehören, habe ich Property Reflection, damit immer beide in Sync sind. Der eine schreibt einfach zum anderen. Das ist ein gängiges Pattern und das sehen wir eigentlich immer wieder. Ich kann auch per JavaScript auf Attribute zugreifen, dann sage ich einfach Set oder Get Attribute und gebe an, welches Attribut und den Wert entsprechend. Und kann das eigentlich so steuern. Dann habe ich auch Events. Und zwar sind das nichts anderes wie Custom Events, wo man auch sonst aus JavaScript kennt. Zum Beispiel, das Land ist ausgewählt oder ist geändert worden und ich rufe dann die Methode irgendwo in meiner Klasse auf, Emit Country Change, und der macht nichts anderes, wie der dispatcht ein neues Event, das ist normal JavaScript, und sagt, ich erstelle ein Custom Event, wie heißt das Event? Country Change, und ich übergebe ihm den Payload. Ähnlich, wie man es in Angular mit Outputs zum Beispiel macht. Und das, was ich hier übergebe, ist das, was ich nachher im Element als $Event zurückbekomme. Und das ist das, was wir dann hier sehen. Ich habe wieder meinen Tag, den ich hole, World Cup Statistics. Sage dann, ich setze einen Event-Listener drauf, auf welches Event will ich hören. Ich will auf das Country Change Event hören. Und da der Event-Parameter ist das, was ich als Payload übergeben habe und kann dann damit irgendetwas machen. Was ich auch immer will, damit machen. Und wenn wir jetzt uns Angular-Komponenten anschauen, ist es eigentlich gar nicht so gross anders. Ich habe eine Angular-Komponente, World Cup Statistics. Ich binde auf Property Country mit einem Property Binding. Ich hole oder ich höre auf das Event Country Changed und rufe irgendeine Methode auf, wenn das Event kommt. So wie wir es in Angular kennen. Und eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten.
Und das hat einen speziellen Grund, weil Angular von Anfang an so designt wurde. Designt wurde, dass man Custom Elements kann eigentlich wiederverwenden kann. Nicht, dass die externen aktuell das wiederverwenden können, so wie es jetzt mit Angular Element ist, sondern dass das Framework selber das intern entsprechend kann umsetzen und verwenden. Und was ist eigentlich Angular Elements? Und zwar, wir transformieren eigentlich eine Angular-Komponente in ein Custom-Element. Wir transferieren irgendeine unsere Komponente und schieben sie in ein Custom-Element rein. Und wer das macht, das ist Angular Elements. Angular Elements ist nichts anderes wie eigentlich Brücke von der Angular-Welt zu der nativen Web-Components-Welt. Das ist das ganze Hexerei an Angular Elements. Wir haben vorhin gesehen, wir haben Attributes. Attributes können wir wiederverwenden in der Angular-Welt mit Host-Binding. Wir haben Properties, die setzen wir über Input-Parameter. Wir haben Custom-Events, die setzen wir über Output-Parameter. Und wir haben Lifecycle-Hooks in der Angular-Welt, wo wir Engine-Init, Engine-Change und so weiter. Und die haben wir irgendwie auch da hinten in der Web-Component-Welt. Und könnt dann entsprechend das verwenden. Angular selber sind nicht die einzigen, die das machen, das Angular-Team. Es gibt ganz, ganz viele Frameworks, Polymer, Skate.js, auch das Vue.js-Wrapper, React hat das zum Teil drin. Es gibt Frameworks, die sind schon viel, viel weiter wie das Angular-Team, muss man auch ganz klar sehen. Was aber spannend eigentlich ist, sie hocken immer wieder mal alle zusammen. Das sagt zumindest das Google-Team. Sie hocken immer wieder mal alle zusammen und tauschen sich eigentlich aus. Und das Angular-Team ist sich bewusst, dass eigentlich viel weiter hinten sind, noch. Betonung auf noch. Aber das alt auch vorzu aufholen. Und vorzu eigentlich weiterkommen. Das ist eigentlich spannend, dass es nicht nur ist, sie schaffen irgendeine Isolation alleine und versuchen irgendetwas zu machen, sondern es ist so ein bisschen der Community-Gedanke, der eigentlich interessant ist. Man schafft miteinander zusammen. Nur, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Angular und Custom Element oder Web Components, Angular Elements, je nachdem, welche Abstraktion das man gerade nennen will. Wie cool wäre es, ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir können das alles nehmen und verpacken in ein Custom Element und das ausliefern. Das wäre eigentlich so richtig, richtig cool. Was müssen wir dabei machen? Und zwar am besten die Angular CLI updaten. Auf mindestens Version 6. Weil dann habe ich die ng-add-Befehl und dann macht es mir das Leben etwas ein einfacher. Wobei ich sagen muss, wenn ihr mit Angular CLI 6 macht, dann viel Spaß. Weil dann haben wir 1 Milliarde Fehler immer wieder, weil es einfach dort mal noch nicht ganz so weit war. Daher am besten auf die neueste Version updaten, am besten sogar der Release-Kandidat, dann hilft es euch ein bisschen, wenn ihr nämlich Befehl ng-add, wo wir nachher werden sehen, ausführt. Dann gehe ich an und sage, ich will eine neue Applikation. ng-new mit Angular CLI komme ich die ng-Befehl über auf der Kommandozeile. ng-new, generiere mir bitte eine neue Applikation. Die heisst Angular Elements. Dann der Befehl, der seit Angular CLI 6 da ist. ng-add, add Angular slash Elements. npm-Paket heisst add Angular slash Elements. Und machen nicht nur npm-install, sondern führen auch entsprechend Schematics aus, die dahinter stecken. Das heisst, du mir bitte mein AngularJSON-File updaten, muss dort ein paar Einträge machen, du mir sonst noch an einem einen oder anderen Ort noch einen Eintrag vornehmen. Dann kann ich eine neue Komponente generieren, ng-generate-component, wie heisst meine Component, und dann kann ich die View-Encapsulation zum Beispiel da schon angeben und sage, ich will gerne Shadow Dome und nicht Standard-Emulated, wo out of the box ist, habe ich mit angegeben. Dann habe ich meine Komponente. Meine Komponente ist nicht so spannend. Ich habe, wenn ich Shadow Dome eingegeben habe, habe ich hier oben jetzt Encapsulation, View Encapsulation, Shadow Dome. Vorhin schon mal angesprochen, werden wir nachher noch live sehen. Und dann habe ich meine Komponentenklasse, wo ich irgendein Observable von Spiel habe, von einem Spielarray, habe meinen Service. Im Game Service, wo ich die Spiele rausholen kann. Und im ng und init drin würde ich dann entsprechend mich darauf subscriben, respektive nicht subscriben, sondern auf den Service die entsprechenden Spiele laden.
Dann muss ich in mein Modul, rein, dass ich das Custom-Element habe, irgendetwas machen. Irgendwie muss ich jetzt ja das im Browser bekannt machen, wenn das geladen wird. Und für das kann ich das Lifecycle-Event ngdo bootstrap verwenden. ngdo bootstrap heisst, bitte starte nicht mit Rendering, sondern du es einfach mal bootstrappen. Weil der Browser entscheidet ja dann effektiv zu einem gewissen Zeitpunkt, jetzt muss es dargestellt werden. Was mache ich da rein? Ich sage mir create custom element. Create custom element kommt von @angular/elements und sage, welche Komponenten will ich eigentlich? Und zwar die World Cup Statistic Component, die wir vorhin gesehen haben. Und da unten übergebe ich noch einen Injector. Und den Injector werden wir später nochmal sehen, der kommt da oben, wird der mir über Dependency Injection injected und eigentlich ist das Dependency Injection selber. Damit nachher meine Komponente auch Dependency Injection kann entsprechend verwenden. Kann ich mir das da injecten lassen. Dann kommen die Ziele wieder, die wir kennen und sagen, hey Browser, du fügst bitte World Cup Statistics deinem Vokabular hinzu, und zwar entspricht das dem Custom Element. Das, was ich vorhin gezeigt habe, was plain JavaScript war, das ist das, was eigentlich Create Custom Element dahinter macht, wenn ich die Komponenten entsprechend übergebe. Das ist das, was dahinter steckt. Dann ist ja das irgendwo durch dynamisch, wo geladen wird. Ich weiss noch nicht, wann das zum Zug kommt. Und alles, was dynamisch geladen wird, so als Faustregel, alles, was dynamisch geladen wird, müssen wir in Entry Components eintragen. Oder zusätzlich in Entry Components eintragen. Weil der Angular Compiler selber geht an und geht eigentlich das Template überprüfen, wo hat es unsere Komponenten, wo sind die Tags von unseren Komponenten verwendet. Und für das erstellt er entsprechende Factory-Methoden oder Factory-Klassen für jede unsere Komponenten, damit er dann zur Laufzeit weiss, wie er die laden muss. Weil er aber da nie ein Template findet, weil wir das ja nie haben, wir geben das ja dann irgendjemandem, der es einbinden kann, irgendwann, müssen wir sie Entry Components noch eintragen, damit er das eben auch macht. Wenn man mit Ionic zum Beispiel schafft, dann trägt man auch alles bei Entry Components ein, weil Ionic sehr stark auf Web Components basiert. Bootstrap, normalerweise sagen wir ja da, unsere App Component oder unsere Komponente XY muss gestartet werden, muss gerendert werden. Brauchen wir genau nicht. In unserem Fall können wir das rausstreichen, weil wir eigentlich mit nichts starten, sondern wir nur unser Element haben, wo dann irgendjemand startet. Wann auch immer. Und somit, wenn wir das gemacht haben, können wir in unserem Code rein, World Cup Statistics verwenden und plötzlich kennt der Browser und weiss, was er da machen muss und kann die entsprechend View rendern. Dann mache ich das und es ist super cool, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, bin ich auf Browser, die es nicht unterstützt. Und Custom Elements, Firefox und Chrome, also Firefox auch noch nicht so lang. Chrome schon ein bisschen länger, unterstützt das sehr gut. Der Kollege da hinten, der doch noch viele Kunden wittet, unterstützt es nicht. Die neuesten Edge-Versionen, unter der Haube etwas Sinnvolles haben, die unterstützen das auch, das funktioniert. Aber mit den anderen habe ich irgendwo Probleme. Nur, Probleme sind da zum Lösen, somit nehmen wir einfach Polyfills und für das gibt es wieder 1 Milliarde Polyfills auf dem Markt. Und es gibt entweder, ich will alles von den Web Components hinzufügen, da kann ich npm install @webcomponents/webcomponents nehmen, oder in meinem Fall da auf der Slide, wo ich sage, eigentlich interessiert mich nur Custom Element. Ich will meinen Browser Custom Elements lernen. Sage ich npm install @webcomponents/custom-elements --save, damit es direkt ins Package JSON eintragen wird. Dann muss ich 2 Polyfills hinzufügen. Der Angular CLI erstellt mir standardmäßig mein Polyfills.ts-File. Und dort sage ich import @webcomponents/custom-elements custom-elements.min. Und wenn ich ES5, also ECMAScript Standard 5, wird unterstützen, was meistens Default ist in vielen Projekten, weil doch der ein oder andere mit einem älteren Browser unterwegs ist oder eben mit dem IE11. Und dann muss ich entsprechend die 2 Ziele auch noch hinzufügen. Wir sehen aber nachher dann am Ende der Demo, was eigentlich in der neuesten Angular CLI-Version hinauskommt.
Dort wird eigentlich dann unterschieden von ECMAScript 2015 zu ES5 und kann dann eigentlich selber entscheiden, welches das ist. Dementsprechend wird das eine oder das andere dann verwendet. Dann kann ich mit per JavaScript das Ganze dynamisch laden. Und zwar kann ich sagen, Document Create Element. Wie heißt mein Element? Klassisch JavaScript, vor gültig schon seit wahrscheinlich 15, 20 Jahren. Document Create Element ist nichts Neues. Jetzt gibt es die einen, die würden sagen, ja, aber wenn ich Angular Server-Side Rendering habe, dann kennt ihr das Document nicht. Irgendwo hat es mal geheißen, früher, verwendet das nie, macht das nie. Document dürfen den Angular-Applikation nicht verwenden. Das stimmt oder hat gestimmt. Unterdessen gibt es für Server-Side-Rendering, also Angular Universal, wird das Document simuliert. Das heisst, wir dürfen das Document wieder verwenden. Und so kann ich dynamisch eine Komponente hinzufügen. Anstatt mühsam in Angular, wie wir es vorhin haben müssen machen, mit Component, Factory, Resolve und so ein paar Ziele Code müssen schreiben, um dynamisch irgendetwas zur Laufzeit hinzufügen, kann ich es jetzt standardmäßig mit JavaScript machen. Und genau das schauen wir uns ganz kurz schnell an. Und zwar gehe ich in die Applikation rein. Und starte sie gerade. Ja, es startet schneller wie das Visual Studio. Ich kann es wieder anständig deinstallieren. Es hat noch ein paar andere Fragen. Ich darf nicht schlecht reden, das Visual Studio. Habe ich auch verwendet. Meine Applikation hat nicht sehr viel drin. Ich habe ein Modul, nicht sehr viel macht. Ich habe eine Komponente, die nichts anderes macht, wie meine World Cup Statistics einbindet. Ich habe meine Komponente, die einfach hier über Angular Material ein paar Sachen darstellt, was wir jetzt dann gerade sehen. Ich brauche natürlich noch eine Internetverbindung, wenn ich rausgehe. Es gibt auch LAN-Port. Ja, es geht so. Geht schnell. Wenn es dann kommt. Und ich mache es so, da kann ich noch etwas dazu erzählen in der Zwischenzeit. Ich habe Angular Material und meine Komponentenklasse ist das, was wir vorhin gesehen haben. Ich habe einen Input-Parameter, Country, und im Angion Changes, jedes Mal, wenn das Country sich ändert, mache ich einen Web-Service-Call und beziehe die neuesten Länder. Und dann sieht das nämlich wie folgt aus. Und ich sehe dann zum Beispiel für die Schweiz 4 Spiele und 4 sind gefunden worden. Und jetzt ändern wir das und machen aus dem Ganzen, aus dieser Komponente, ein Custom-Element. Und zwar gehe ich erstelle ich einen Konstruktor im Konstruktor. Und dann im ng-do-bootstrap-lifecycle-event gehe ich hin und definiere mein Element, create custom element und sage, ich will gerne die World Cup Statistics, meine Komponente, create custom element, import from at angular /elements und ich übergebe ihm da noch den Injector. Injector this.injector und dann gehe ich hin und sage custom element.define und was will ich definieren unter welchem String, und zwar will ich es gerne unter dem nennen wir ihn doch, so wie die Komponente drin, World Cup Statistics. Dann habe ich gesagt, Bootstrap interessiert niemand mehr in diesem Fall, sondern wenn Sie die Entry Components eintragen, tragen wir es hier ein, und zwar unsere World Cup Component. Das ist jetzt eigentlich schon die ganze Hexerei, und jetzt können wir sie schon verwenden. Wir gehen ins Index.html rein. Normalerweise haben wir hier ja unsere App Root, den brauchen wir nicht mehr, schmeißen wir weg
Und zwar verwenden wir jetzt uns World. Am besten kopiere ich, dann mache ich keinen Fehler. Unser Tag. Komm mal, sag World Cup. Und setze Property Country auf Switzerland. Speichere das. Gehen zurück ins Web. Und wir sehen jetzt, dass das unser Custom Element ist. Wir haben jetzt die eingebunden über das HTML-Element. Sie heisst anders, wie das, wenn wir sie würden, über Angular einbinden. Der Selector ist anders und haben eigentlich so schon unser Element gemacht. Spannend ist eigentlich, wenn wir jetzt dynamisch wollen, Sachen hinzufügen. Und zwar habe ich da mir einen Button gemacht, so klassisch JavaScript, und klick, rief bitte die Funktion auf. Und der Button hat das Label Load Component. Machen wir das. Sagen Function. Load Component. Und da innen sagen wir sinnvollen Namen vergeben. Document Create Element. Und zwar möchten wir so ein Element da unten generieren. Und dann setzen wir das Land, Country gleich Germany zum Beispiel, und sagen dann document.body.appendChild und sagen, wir werden unser Foo hinzufügen. Was passiert? Wir kommen hier oben einen Button über. Und jetzt laden wir dynamische Komponenten laden. Und jedes Mal, wenn ich dynamische Komponenten lade in Angular, ist es sonst relativ mühsam und umständlich. Jetzt klicke ich auf den Button drauf und ich glaube zwar, es hat einen Bug. Es kann nicht sein, dass die Deutschen weniger Spiele haben wie die Schweizer. Aber das Beste ist, das habe ich einmal gesagt an einer deutschen Konferenz. Ich bin der Einzige, der gelacht hat. Aber ich habe es lustig gefunden. In Angular selber kennen wir das Konzept von Host-Element. Und zwar kann ich mir das Element-Ref injecten lassen. Und Element-Ref, Native-Element, ist eigentlich immer mein Element. In Angular Elements ist das genau gleich, sondern ist mein eigenes Element, wo ich drin bin. In unserem Fall unsere World Cup Statistics. Ich kann die entsprechend verwenden, kann mit Host-Binding arbeiten, mit Host-Listener arbeiten, kann die sauber verwenden. Wenn ich Dependency generell in Angular anschaue, habe ich verschiedene Layers von Dependency Injection. Ich kann zu oberst oben meinen Plattform-Renderer, also meinen Plattform-Injector, wo irgendwo der Renderer drin ist, Sanitizer und so weiter, drin stecken. Da habe ich pro Lazy-Loader-Modul einen Module-Injector, wo unter anderem gegebenenfalls meine Services drin stecken. Und ich habe pro Komponente habe ich meinen Component-Injector, von dort kommt eigentlich das Element-Treff. Und der Angular-Injector, wenn ich etwas über Dependency-Injection mache, geht immer von unten gegen oben, wenn ich den suche, wo habe ich irgendwo einen Token, der übereinstimmt, wo weiss ich, welches Element das ich muss nehmen muss. Das geht immer von unten gegen oben. Das ist genau gleich in Angular Element. Das heisst aber anders, unten haben wir den Element-Injector, funktioniert aber genau gleich. Und das haben wir voran auch gesehen, im Code drin. Ich habe hier den Injector genommen, das ist der Module-Injector, der, den wir von der Mitte gesehen haben, und übergeben der unsere Komponenten. Und Komponenten kann dann eigentlich auch Services suchen. Und so könnte ich einen Injector an mehreren Komponenten übergeben, an mehreren Custom-Elementen, und die können sich zum Beispiel den gleichen NGRX dort teilen. Wenn ich State-Management über NGRX mache, über das Redux-Pattern, könnten die sich sogar den gleichen Store teilen. Übergreifend über einzelne Komponenten, die ich einzeln kann ausliefern kann. Könnten die sich das teilen, weil es der gleiche Injector sich teilt. Es gibt auch Möglichkeiten, wie das funktioniert noch nicht zu 100%, es gibt aber so ein paar Ansätze, wie dass ich den von außen könnte reingeben. Und dann eigentlich von irgendeiner Applikation einen Injector könnt ihr irgendeinem Custom Element oder einer Angular Elements Komponente geben. Dann habe ich auch das Ganze, wenn ich das mache, kann ich nachher eine Dependency Injection verwenden über den Konstruktor, wie wir es vorhin gesehen haben, und entsprechend wieder verwenden. Dann gibt es Content Projection oder Transclusion, je nachdem, ob man von AngularJS oder von Angular Welt kommt. Die Idee dahinter ist, ich habe irgendwo meine Komponente, App-Test, wo da entsprechend dem Selector übereinstimmt, und ich habe da hinten irgendein Inner-HTML, und das will ich irgendwo hinzufügen.
Das kann ich mit NG Content, sage ich, hey, da ist mein Platzhalter, wo alles, was du da rein hast, kommt da rein. Ich kann da auch noch mit Slots arbeiten, indem ich sage, der, das Teil kommt dort hin, das Teil kommt dort hin. Dort sind eigentlich noch die Schwächen ein bisschen von Angular Elements. Soweit ist man noch nicht. Das kann man machen, initial. Werden wir nachher auch noch schnell sehen. Aber ich kann das nicht zur Laufzeit, wenn ich neue Komponenten hinzufüge, funktioniert das noch nicht. Aber wir sind auch noch dran, wir sind auch noch aktiv an dem Moment entwickeln. Das ist auch wirklich mal so eine Preview-Beta, die rauskommt. Das ist das, was ich gesagt habe. Und entsprechend kann man das wieder verwenden. Dann View Encapsulation haben wir auch schon gesehen. Es gibt Emulated als Default-mäßig, wo ich sage, die Aussenwelt kann mich selber beeinflussen, ich kann aber die Aussenwelt nicht beeinflussen. Dann habe ich None, wo ich sage, ich beeinflusse Styling von außen, die von außen können mich beeinflussen. Shadow Dome oder Native. Native ist einfach die alte Variante, die deprecated ist, die heisst jetzt Shadow Dome. Das ist die, die wir da drauf sehen. Sage ich Aussenwelt. Ich mache hier mein Styling selber und ich hier kann die Aussenwelt nicht beeinflussen. Und das schauen wir uns doch auch gerade noch schnell an. Und zwar, wenn wir unsere Komponenten hier anschauen, haben wir unser Styling. Und im Template drin habe ich hier entsprechend einen Titel. Und jetzt mache ich hier hätte ich die Möglichkeit schaffen, dass man von außen noch einen Titel hinzufügen kann. NG Content, sage, hey, das, was da innen definiert worden ist, zum Beispiel ein H2-Titel, Subtitle, möchte ich gerne, dass das Save All, super. Machen wir so, dass das schön aufgezeichnet wird. Ja, ja, schaffe ich auch. Das ist meine Save All-Taste. Ah, ja, ich kann Save All, genau. Ctrl-Shift-S heisst beenden. Ich kann da meinen H2-Tag als Content Projection drinnen und das wird jetzt hier in die Angular-Komponente hinzugefügt. Das ist meine Angular-Komponente, das ist drinnen. Das funktioniert nur initial, wenn ich es da oben würde machen mit InnerHTML, funktioniert es noch nicht. Das ist etwas, das noch nicht ganz sauber verhebt. Wenn ich hier reingehe und F12 klicke, dass ich meinen Dombaum anschauen kann, dann sehe ich, dass ich hier rein statt Shadow Dome. Da rein sehe ich es. Wenn ich das aufklappe, ist hier auch mein Styling drin, das ich hier gemacht habe. Und ich bin hier drin in meinem eigenen Dome. Heisst, ich habe hier auch einen H1-Titel. Versuche man doch den mal von außen zu setzen. H1, sage Color Red und wirklich important, dass es ja macht. Und er macht es nicht. Mein H1-Titel ist immer noch gleich. Und das ist genau damit zu tun mit dem Shadow Dome. Wenn ich das auf Emulated setze, dann kann die Aussenwelt mich beeinflussen, aber ich nicht die Aussenwelt. Dann sollte der entsprechend rot werden. Und so kann ich eigentlich das entsprechend auch kapseln. Das gleiche übrigens, wenn ich verwende den Chrome als Beispiel auch mit Shadow Dome, wenn ich ein Input-Element mache und sage Type Date, dann sieht das hier auf dem Chrome wie folgt aus. Ich habe hier mein Element, wenn ich das aufmache, hat der Chrome ein eigenes Styling gemacht. Das ist nichts anderes wie ein Shadow Dome, wo hier der Chrome mir für das Element hinzufügt. Wo jetzt speziell für den Chrome ist, bei den anderen ist das ja anders. Angular in der Version 7 ist eigentlich erst der Anfang. Wir haben gesehen, es gibt noch so ein paar Einschränkungen, wie eben Content Projection, Slots und so weiter, die noch nicht ganz sauber sind. Und Bundle Size, die werden wir nachher noch sehen, die ist viel zu gross. Für das kleine bisschen hier, die paar Kacheln, oder die den Service Call und das Darstellen habe ich irgendwie 240 Kilobyte, was viel zu gross ist. An dem sind sie aktiv am Arbeiten, vor allem auch am Arbeiten, wenn Angular 8 kommt mit dem Ivy. Wobei, wie viel das dann dort, Ivy ist ein neuer View-Renderer, der kommen wird, der alles optimieren
Wie viel das dann schon effektiv möglich ist in Version 8, wage ich zu bezweifeln. So, vor allem seit der letzten grossen Konferenz, wo sie gesagt haben, ja, wir sind schon sehr weit, aber doch noch nicht ganz so weit. Daher sagen wir mal, es wird dann in der Version 8 Plus immer besser. Die Idee dahinter ist vor allem, im Moment muss ich das ganze Angular Framework paketieren mit ausliefern. Für das, was ich wahrscheinlich in meiner Komponente 1% brauche. Und eigentlich wäre es viel spannender, ich habe nur das Prozent und alles andere interessiert mich nicht, das kann weg. Und an dem sind sie eigentlich am Arbeiten. Dass man genau die Bundle-Size massiv auf Arbeit bringt und dann halt sie sagen, der Hello World Custom Element, sind wir dann in einem zweistelligen, tiefen zweistelligen Kilobyte-Bereich anstatt 240. Und Browser-Support ist halt im Moment immer noch eingeschränkt. Das sollte der Ausblick sein, ob das dann wirklich kommt. Werden wir dann noch sehen, dass ich den NG Bootstrap und alles nicht mehr machen muss. Dass ich eigentlich sagen kann, out Custom Element, true. Und dann ist das ein Custom Element. Wird im Browser registriert. Anstatt das Ganze, was ich im Modul machen muss. Nur, jetzt haben wir immer gesehen, wie funktioniert es eigentlich in meiner eigenen Applikation. Wie funktioniert es aber in einer externen Applikation, die nichts mit Angular zu tun hat. Das ist bis vor kurzem noch eigentlich sehr umständlich gewesen. Und man hat extrem viele Output-Files, also extrem viele, 4 bis 5 Stück, die müsste ich allen auch noch geben. Nein, ich möchte dem Kunden im Idealfall eins geben. Sage, das ist mein JavaScript, das ist übrigens mein Element, verwende es. Und da hat ein Kollege von Österreich, der Manfred Steyer, hat ein Paket erstellt, das heisst NGX Build Plus. Das kann ich reinziehen unter npm install NGX Plus oder besser in der bestehenden Applikation ng-add ng X Build Plus, damit ich auch die entsprechenden Einträge gerade habe. Und er geht an und bildet das Ganze ein bisschen anders und kann dann, hat die Möglichkeit, dass ich in meinem Bildpaket oder in meinem Package JSON drin angeben kann. Wir müssen es nicht können lesen können, ich zeige es nachher dann auch noch. NG Build Prot, Output Hashing None, das habe ich jetzt gemacht, damit es nicht den Hash gibt, wenn ich es jetzt nachher noch anders einbinde, damit ich immer das Neueste gerade dort drin habe. Jetzt kommt seine Libraries-Spiel, minus minus Single Bundle, mache aus allem ein Bundle. Key Polyfills, mache doch zwei, weil ich will Polyfills noch für die alten Browser. Und habe dann eigentlich nur noch weniger JavaScript-Files, die ich weitergeben muss. Und mit dem habe ich gestern Abend gedacht, ich bin cool, ich tue noch updaten auf Release-Kandidat 4. Und irgendwann Abend um 11 Uhr habe ich dann Manfred mich gemeldet und gesagt, du Manfred, es funktioniert nicht mehr in deiner Library. Dann hat er gesagt, ja, hast du den Release-Kandidat von meiner verwendet, musst aber Release-Kandidat 1 nehmen und 301 irgendwie hinein. Und dann hat es dann wieder funktioniert. Wenn du den Befehl ausführst, dann musst du alles noch von Hand updaten. Kann ich nachher auch zeigen, falls einer auf die glorreiche Idee kommt und es gibt nur einen Fehler. Das war doch noch ein bisschen mühsam gewesen. Und nachher kann ich npm run build elements ausführen und mein Element wird generiert. Als Output im Dist-Folder komme ich jetzt neu. Seit der Angular CLI, der neuesten Version, gibt es ES5 und ES2015 Paket. Das macht es nichts mit dem Manfred seiner Library zu tun, sondern das gibt es jetzt jeweils immer. Und somit kann ich beim Import eigentlich entscheiden, neuer Browser, dann verwende bitte ES2015, alte Browser, wie sind der Browserlist drin, das ist eine Datei, die es in Angular CLI gibt, nur IE11 drin steht, dann verwende bitte ES5 und dann tut das bei dem Fall das rein, bei dem Fall das rein. Kann das eigentlich dann entscheiden. So eines der neuen Features, die sie vor ein paar Wochen angekündigt haben. Da habe ich, in meinem Fall verwende ich ES2015, Polyfills 2015 und Scripts, wo mein Angular Framework, meine Applikation drin ist, ein paar Hilfsfunktionen für Webpack, für das Laden von Module und meine Polyfills, die ich zwar im Chrome nicht bräuchte, in der neuesten Version, aber ich jetzt auch mal drin habe. Das schauen wir uns gerade noch an. Als Schluss. Und zwar habe ich in meinem Package JSON drin, das NGX Build Plus drin, in der RC3 ist es, Version 8, RC3. Habe ein neues Element gemacht und ich sage, hey, optimiere es für Produktion, das was ich vorhin erwähnt habe, mache Single Bundle und Pulp Polyfills.
Und was mir gestern das Knick gebrochen hat, oder fast das Knick gebrochen hat, ist, im Angular JSON drin setzt er macht neue Bilder. Das ist das, was die Library macht. Anstatt Standard Angular Bilder macht er eigene Bilder, die dann zuerst noch ein paar Sachen machen, bevor die Angular Bilder aufrufen. Oder aufgerufen werden. Und da drin ist NGX Build Plus Doppelpunkt Build drin gestanden. Und er hat das Naming in der neuesten Version angepasst an die Angular CLI. Und jetzt heisst es Browser und nicht mehr Build. Und es war noch schwierig, das zu finden, weil die Fehlermeldung war nichts aussagend. Gut, und dann kann ich die Applikation stoppen. Sage npm run build element. Jetzt wird das entsprechend gestartet. Gleichzeitig gehen wir hier in den Demo-Folder. Da habe ich eine index.html-Datei, die nichts mit Angular zu tun hat. Was hat die da drin? Normale statische HTML-Seite hat eine JavaScript-Funktion, die sagt, hey, wechsle bitte das Land. Im Body habe ich einen Titel, ich habe das Inputfeld, ich habe einen Button, wo ich sage, ich will gerne suchen. Ich habe hier mein Custom-Element, World Cup Statistic, wo ich das Land angebe. Eine ID vergibt, damit ich sie da oben aufrufen kann, mit document.getElementById. Und da unten meine Polyfills, mein normales JavaScript und meine Applikation im Main ES 2015 drin. Schauen wir mal, wie weit das schon ist. Der Angular CLI ist ja nicht mehr die schnellste. Oder ist noch nie die schnellste im Prot-Modus. Es ist etwas schneller geworden. Jetzt hat das Bundle gemacht für ES 5. Jetzt macht das nochmal für ES 2015. Für den ECMA, für den neueren ECMAScript-Standard. Und wenn ich das habe, dann können wir unsere statische Seite auch öffnen. Und das Interessante ist dann eigentlich, so komm, 92 geht drin am längsten, weil dann die Optimierung stattfindet. So. Jetzt haben wir hier im Dist-Folder unser Output, den wir vorhin auch auf der Slide gesehen haben, hinten drauf verknüpft. Also öffnen wir unsere Seite mit Doppelklick. Und das Coole ist, wir sehen, es läuft kein Webservice wie bei ng-serv, wo ein kleiner Webserver im Hintergrund gestartet wird. Ich habe oben da C, Work und so weiter. Und er hat einen HTTP-Request gegen raus abgesetzt, nämlich mein Custom-Element, das drin ist, wo ich sehr faszinierend finde, dass jetzt da der Option und nachher der eigentliche GET-Anfrage gemacht wird. Ich komme das Resultat zurück über das, was ich da rein habe und sehe dann auch mein entsprechendes Resultat. Und das Spannende ist ja jetzt, jetzt werde ich den Input-Parameter ändern von meiner Angular-Komponente und gebe da zum Beispiel Germany. Es wird eine weitere Abfrage rausgemacht. Und dann hätte ich das noch richtig müssen programmieren müssen. Dann müssen wir auch gehen. Spannend. Zeigt es aber vorne nicht an. Schauen wir noch schnell. Das Problem, was oft auftaucht ist, in der alten Version, war, dass ich mit Change Detection noch ein bisschen Mühe hatte, wenn ich damit gearbeitet habe, weil jetzt müsst ihr eigentlich das ja selber neu binden, weil ihr das da entsprechend bekommt. Schon spannend, weil das hat er vorher gemacht. Machen wir es halt so. Die Zeit nehmen wir uns. This country. Sagen da .subscribe, ich will gerne die Liste und dann sagen wir this.games gleich List. This.games haben wir noch nicht und das definieren wir da oben und sagen game ist game array. Und holen uns private cdr change detection ref
Und dann haben wir noch Klammer rundherum. So. This cdr.detectChanges. Und lassen uns das nochmal bilden. Und ich zeige nachher, dass es funktioniert. Ihr seid mit Angular Elements, wie gesagt, wir sind noch nicht ganz so am Ende. Ich weiss, so habe ich es in der Version 1 früher machen, wo ich eigentlich selber sage, hey, jetzt musst du Change Detection ausführen und nicht Angular Framework mach selber. Spannend ist, dass das gestern Abend noch funktioniert hat, wo ich nochmal durchgespielt habe. Ich finde das nachher noch raus. So soll es jetzt aber gehen. Bis das soweit ist, machen wir noch schnell das Slide fertig. Dann bin ich sogar in der Zeit fertig. Und dann sehen wir das nachher noch am Schluss. Wie gesagt, es ist erst der Anfang. Es ist wirklich so ein frühes Stadium. Ich selber würde es noch nicht für die Produktion einsetzen. Definitiv im Moment noch für kein Kundenprojekt. Ich weiss, dass es schon gewisse machen. Ich finde es mit der neuesten Version vielleicht. Alles, was bis heute eigentlich gereleased ist, definitiv nicht. Das ist mir einfach zu riskant und ich habe noch zu viele Änderungen, die kommen könnten. Aber ich denke, es ist ein cooler Ansatz, wie dass man irgendein kleines Element kann nehmen und irgendjemandem geben kann und eben in eine statische Seite integrieren und eigentlich die Abfrage raus gemacht wird, was eigentlich noch richtig, richtig witzig ist. Da nochmal der Manfred Steyer mit seiner Seite, mein GitHub-Account, wo die Demo schon drauf ist. Wenn ich dann das dann zum Laufen bringe, wieder, so wie gestern Abend, dann mache ich dann noch einen neuen Commit. Mein Blog, wo einfach nachher auch die Slides aufgeschaltet werden und auch noch einen Link zu den Demos. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich bin heute nicht mehr so lange da, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir ein E-Mail. Der Damien hat meine Nummer, irgendeine Frage ist, meldet euch einfach, dann können wir das sicher anschauen. Und somit sind wir fertig und ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Danke. Merci.